Aqua Waddle Dee presents. I wanna challenge 100 trials. Wisst ihr, was ich ja überhaupt nicht mag, Leute? Ein Spiel, was keine Intro-Musik hat. Das ändern wir jetzt aber. Ja, schon besser. I wanna challenge 100 trials. Nach ewigen Zeiten wird's mal wieder Zeit für I wanna be the guy. Nachdem meine ganzen anderen Sachen ja eindeutig nicht ganz gut bei euch angekommen sind, weil die ja kein Schwein anschaut. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach mal dieses schicke Spielchen, was glaube ich auch gar nicht so alt ist. Naja. So, wir sind wieder unser kleiner Noob hier. Wir können springen, wir können schießen wie in Kill the Guy. Was soll ich jetzt sagen? Genau, starten wir einfach mal mit dem Spiel. Eine Sache im Vorweg noch, dieses Spiel ist unglaublich leicht für I Wanna Be The Guy Verhältnisse. Das ist das ideale Einsteigerspiel. Also, wenn man mit der I Wanna Be The Guy Serie anfangen will, ist das hier meiner Meinung nach eigentlich ganz gut. Gespielt habe ich es aber auch nur... Na ja, gut, okay. Auch nur kurz. Seht ihr? Null die Bonus-Schwierigkeit. Das kommt noch... Oh, scheiße. Ja, mit Shift. Wir können wieder mit Shift springen und mit Z schießen. Es ist so bescheuert. Aber okay, müssen die Entwickler wissen. So, hier ist auch nicht schwer. Den Doppelsprung einsetzen. Und dadurch. Oh, wow. Schaut mal her. Wie unheimlich. Ein Stachel. Ach, die Musik ist schön. Die ist aus, Oh, scheiße. Von wo kommt die her? Die ist aus irgendeinem Kirby-Spiel. Die ist aus, Scheiße. Kann das... Ach, dann gehe ich halt eben unten lang. Kann das sein, dass es sogar Kirby's Adventure Wii ist? Oder Return to Dreamland, wie es ja im Englischen... Leck mich. Wie es ja im Englischen heißt. Leck mich. Ja, das... kennt man. Nee, das ist Triple Deluxe, oder? Meine Fresse. Gudik, gudik, gudik. Ich kann nichts dafür. Wenn man zu oft auf Shift drückt, dann kommt das halt eben. I Wanna Challenge 100 Trials. Wie der Name schon sagt, es gibt 100 Räume in diesem Spiel. Da oben ist immer so eine Anzahl, bei dem wie viel man ist. Übrigens ist das nicht das einzigste Spiel, was 100 Räume hat. Es gibt noch einige andere, aber... Ob ich die alle spielen werde? Ich weiß ja nicht so genau. Leckt mich am Arsch! Man kann die Steuerung aber auch nicht ändern. Wenn ihr mehr über die Musik aus dem Spiel wisst, dann rein in die Comments damit. Ich glaube, das ist Triple Deluxe. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ich habe es irgendwo noch hier zu Hause herumliegen, aber hä, wo? Ach nee, Blödsinn. Das habe ich einem Freund ausgeliehen. Genau. Das habe ich einem Freund ausgeliehen. Ja, wow. Aber Planet Robobot habe ich zu Hause. Das ist ein schickes Spielchen. Um mal Schleichwerbung zu machen, wisst ihr? So, jetzt kommt eine Musikänderung. Aber, und die kenne ich auch irgendwo her. Ich kenne die, aber ich weiß nicht, von woher sie kommt. Mir liegt es auf der Zunge, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist Donkey Kong, aber hä? Kann es sein, dass es ein Remix ist? Auf jeden Fall würde ich gerne wissen, von wo die Musik kommt. Das interessiert mich nämlich. Wo gehen wir lang? Probieren wir es mal hier. Okay, wir probieren es nicht hier. Wir probieren es da unten. Ja, mehr. Alle Wege führen nach Rom. Ich gehe nochmal hier. Dann gehe ich ja halt eben nicht lang. Ich bin auch nicht der gebrochene I Wanna Be The Guy Spieler. Und dann kommt einer und schlägt mir Camellia 3 vor. Wo ich ja nicht mal den zweiten Teil auf die Reihe kriege. Aber kannst du ja nicht wissen, ne? Komm. Ja, jetzt wird schon anspruchsvoller. 100 Räume mit... Oh, die,
Musik. Von wo kommt die her? Ich weiß es doch nicht. Aber ich will es gern wissen. Kann ich da durch? Das geht. Erzähl mal nichts, das geht. Jawohl. Safe Nummer 15. Also Stage 15. Level 20 ist übrigens ein Bosskampf. Also ein sehr, sehr leichter Bosskampf. Deswegen vermute ich, alle 20 Räume ein Bosskampf, wird es wohl 5 Bosse geben. Ich bin gespannt, wie die aussehen. Ich habe auch nur bis zum ersten gespielt. Ab Raum 21 weiß ich nicht mehr, was kommt. Ich bin ja kein großer Fan von diesen 100-Room-Spielen. Und wisst ihr auch warum? Weil es nämlich viele 100-Raum-Challenges gibt, wie jetzt das hier, welches keine Bosse hat. Oder allerhöchstens einen. Und das kotzt mich halt eben enorm an. Ja, das probieren wir da. Haben auch so Zeit. Ja! Ja, das Gepiepe müsst ihr jetzt ertragen. Ja, super, jetzt ist es weg. Jetzt wird es gleich wieder auftauchen. Okay, Bosskampf. Ein sehr leichter, der ist echt nicht schwer. Mit einer weiteren Kirby-Musik im Hintergrund. Und dieses Mal kenne ich die Musik, die ist aus Adventure Wii. Oder Return to Dreamland, wenn du in Amerika wohnst. Nett gemacht, aber nicht sehr schwer. Aber was habe ich gesagt? Habe ich zu viel versprochen? Das ein einsteigerfreundlicheres Spiel findest du nicht. So, und die Musik ist auch aus Triple Deluxe, das weiß ich. Scheiße. Ab jetzt weiß ich übrigens nicht mehr, was mich erwartet für eine Hölle. Aber wenn das so anfängt, glaube ich, dass das Spiel gegen Ende gar nicht so leicht wird. Eigenartige Welt. Na, Schokolade. Ich will nichts sagen. Ich will nichts sagen. Fake mich. Nein. Was ist das denn hier? Oh, das ist verwirrend. Schaut mal. Aber auch nicht das große Problem. Ist so ein kleines Spaßspiel. Was ist passiert? Versuchen wir es den harten Weg? Natürlich versuchen wir es den harten Weg, sagte er. Sagte er. Probieren wir es. Ja, es hat funktioniert. Was ist das denn hier? Ach, was soll das denn? Ah ja, hier mal zeigen. Hier, so schaut das aus. Wunderschön. Möchte ich glatt als Hintergrundbild für meinen Desktop haben. Ich glaube, den habt ihr schon ein paar Mal gesehen aus meinem Let's Plays, oder? Kann das sein? Dass ich den mal gezeigt habe? Hm. Ach Mensch. Was soll das eigentlich da? Das ist doch unmöglich, da reinzufallen. Bidi, bidi, bidi. Ach, meine Güte. Oh, Wasser. Cool. Oh. Kann man da nicht hoch? Nee. So, ich hatte, das wäre ein optionaler Weg. Ne? Ja, und dann gerade hochspringen. Ja, nochmal Wasser. Ich gehe da lang. Raum 28. Gleich kommt eine Weltenänderung. Ich mag die Musik. Die ist sogar aus der zweiten Welt. Und die zweite Welt, die ist sogar eine Kekswelt in Triple Deluxe. Oder Deluxe, wie es ja alle nennen. Das ist ja cool. Kid. Kitty Boy. Ja,
Da muss ich erstmal durchkämpfen. Das ist lustig gemacht. Der kleine. Okay, die Musik ist auch aus Triple Deluxe. Was ist das für eine Welt? Die, ich habe einen hässlichen Hintergrundwelt oder was? Die, ich habe ein hässliches Piepen-Grundwelt. Ach, scheiße. Kann man das nicht abkürzen? Computer sagt, nein, du kannst nicht abkürzen. Du kannst nicht abkürzen. Doch, du kannst da abkürzen. Haha. 32. Es ist noch ein weiter Weg. So, dann machen wir so. Easy. Ah! Schaut mal her, der Pilz ist jetzt blau. Jetzt ist er rot. Das sind Schalter. Hier sind mehrere, sehe ich. Aha! Das ist lustig. Okay. Die muss ich scheinbar aktivieren. Na gut, den unteren hätte ich nicht unbedingt aktivieren müssen. Der bedient sich hier scheinbar echt an großen Triple Deluxe-Melodien. Gut, dass ich das Spiel davor gespielt habe. Hier. Oh, das ist ein schwarzer Schalter. Was? Lass mich raten, der ist zeitbegrenzt. Nee. Aber nur ein Schalter. Mit einer anderen Farbe halt eben. Ja. Ja, komm, bis zum nächsten Boss. Mach mal noch. Das wird er wohl noch drin sein. Piep, 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 leck mich. Ach man, jetzt hast du mich abgelenkt, Junge. Ja. Na toll, jetzt kommt's gleich. Wartet. Hau auf, dankeschön. Blödes Ding, ey. Ich kann nichts dafür, wenn man die Steuerung aus dem Spiel nicht ändern kann. Oder wenn die Idioten zu doof sind, auf Shift zu drücken. Du kannst das aber auch nicht ausstellen. Diese Einrastfunktion, diese dämliche. Geh weg. Die kannst du nicht ausstellen. Die ist immer da. Immer. Und wenn es einen Weg gibt, sag ihn mir. Bitte. Warte mal. Klick. Solche Sprünge gibt es auch in Camellia übrigens. Genau solche, die du auch machen musst. Wenn ich das jetzt schon nicht mehr richtig auf die Reihe kriege, wie soll ich denn Camellia hinkriegen? Bitteschön! Hä? Ach, da ist ein Stachel, den habe ich gar nicht gesehen. Okay, das Spiel wird doch schwerer, als ich dachte. Ich dachte, das würde so ein einziger Durchmarsch. Aber nö. Ach, meine Güte. Kiddo, streng dich doch an. Warte mal, wenn das 100 Räume sind, dann machen wir jetzt in diesem Part Raum 1 bis 50. Ach, scheiße. Und im nächsten Part und dann halt eben die letzten zwei. Meine Fresse. Die letzten, die anderen 50 halt eben. Oder die zweite Hälfte, wollte ich sagen. Was ist denn halt los mit mir? Was ist denn halt los mit mir? Der Pixel, der muss da so exakt stimmen. Hat er schon bei einer Hapil-Niveau, das Tier. Oder ich bin einfach nur inkompetent. Nein, bin ich... Nicht sterben. Nein, gut. Ja.
Um 39, danach kommt der Boss. Ich bin gespannt, wer es ist. Bestimmt so ein roter Ball. Ich glaube, da hat er sich nicht viel Mühe gegeben bei den Bossen. Kann doch sein, ne? Viele machen ja die blöden Äpfel als Bosse. Was langweilig ist. Ich sag's auch noch! Okay, die Musik ist aus Triple Deluxe, wie erwartet. Okay, der ist ein bisschen schwerer als die anderen. Oder als der erste. Der hat auch sehr viel mehr Leben. Okay, so einsteigerfreundlich ist es, glaube ich, gar nicht mal. Ja, doch, eigentlich schon, ne? Ja, die Musik ist aus Triple Deluxe, wenn man gegen den Zwischenboss kämpft. Du so ein Arschloch. Was ist das? Ach du Scheiße, okay. Du musst auch exakte Sprünge haben, ansonsten kommst du da nicht wirklich hoch. Sag mal, hatte der erste auch so viele Leben? Oh, der wird schwerer, der wird stärker mit jedem. Oh, ja, der hat die Hälfte weg, jetzt geht er ab. Wenn ich ein Spiel blind spiele, übrigens. Oh, der Apfel ist sehr viel größer. Den Hammer, den Hammer! Nein, nein, nein! Allei. Eiswelt! Mit wieder Kirby-Musik! Oder? Ist das Kirby? Ja, das ist Kirby. Aber ich glaube von irgendeinem älteren Spiel. Ich glaube nicht, dass... Die Melodie kommt nicht aus Adventure V und auch nicht aus Triple Deluxe. Eis! Ich mag es ja, wenn Spiele... Wait a minute. Okay, da kommst du sowieso nicht hoch. Ich dachte, da wäre irgend so ein Geheimnis oder sowas. Wo kommt die Musik? Auch die kenne ich. Kenne ich die? Ich glaube, die kenne ich. Schalter! Klack! Wow! Ne, die kommt aus keinem Kirby-Spiel. Aber von wo auch immer sie herkommt, sie ist wunderschön. Ich will wissen, von woher die kommt. Sagt es mir, Leute! Bitte! Es tut mir leid, Leute! Es tut mir leid! Die soll da hoch. Wir sind 31 Mal gestorben. Ja, das geht. Der Boss war halt eben überraschend schwer. Schneemann! Schneemann! Ist ja nur Deko, aber... Ach, das ist Wasser. Oh je.
könnte interessant werden. Schneemann, da oben schon wieder. Boah, Riesenschneeflocke, habt ihr sie gesehen? Ach Mensch. Wenn wir schon mal beim in einer Schneewelt sind, ne? Riesenschneeflocke! Glaubt ihr, dass es mit dem Schnee in diesem Jahr noch was wird? Also ich ehrlich gesagt nicht. So, Raum 50, der letzte Raum für diesen Part. Und dann geht's weiter mit den anderen 50. Das wird ein 3-Stunden-Part schon wieder. Ich sag's euch, Leute. Ich sag es euch. Ach, mein Gott. Wenn wir irgendwie abkürzen... Ich darf nicht angehen. So kommt man da doch bestimmt irgendwie hoch, ne? Geh aus dem Bild. Das ist auch wieder... Nee, das ist Adventure V. Ich habe mein Mikrofon gepfeffert. Das ist Adventure V. Von der Fabrikwelt. Boah, der bedient sich ja aber sehr stark an Kirby-Musik. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.